Hallo, Pato. Ach, wie wunderschön deine Blumen aussehen. Und dieser herrliche Duft. Himmlisch. Was hast du, Pato? Oh ja, du hast recht, Pato. Irgendetwas riecht hier wirklich gar nicht gut. Könnt ihr vielleicht erraten, was hier so gar nicht gut riecht? Lula! Lula riecht nicht gut! Ich fürchte, ihr habt recht. Oh je. Hallo, Ellie! Ah, ist das ein neues Parfum? Oh, ja, das duftet ja wirklich scheußlich. Lula, das ist ja so ein... Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist... Hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Weißbrot. Ja, es gibt wohl nichts Besseres als ein schönes, leckeres. Weiß, Pocoyo. Lula riecht recht übel. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man am besten machen kann, dass Lula wieder gut riecht? Sie waschen, Lula baden. Waschen? Das ist eine wunderbare Idee. Na los, Lula. So schlecht ist es gar nicht. Also, Lula? Oh je. Lula! Oh nein. Pocoyo meint, Lula muss ganz dringend gewaschen werden. Vielleicht könnt ihr ihm helfen? Oh je. Ellie, fang sie! Pass auf! Es ist schwieriger, als es aussieht! Was wird das? Ah, verstehe. Ein Hundelock- und Waschapparat. Genial.
es scheint nicht zu funktionieren. Oh! Nein, Pato! Also ich muss sagen, du siehst jetzt wirklich sehr sauber aus. Ach, Pocoyo, wie willst du Lula baden, wenn du sie nicht in die Badewanne bekommst? Geh weg! Lula, du bist ein Stinker. Kann sich jemand von euch vorstellen, wie Pocoyo es schaffen könnte, Lula nass zu machen? Im Ring! Der Ring! Das ist richtig! Pocoyo kann Lula ganz einfach mit dem Regenwasser waschen. Jetzt haben wir endlich einen blitzsauberen Hund. Bravo, Pocoyo! Wie schön, dass alle wieder sauber sind und gut riechen. Macht's gut! Bis bald!